me, it's more, it's a concept. You know, we played one ballad, we played one more up-tempo piece, so the variety happened. Yeah, I'm very proud to have Maria featured tonight as a special guest with four of her original pieces. An meine zweite Heimat in New York City, und da habe ich in der 36. Straße früher mal gewohnt. Damals war es Hell's Kitchen, heutzutage ist so eine Schickimicki-Ecke geworden, aber eher aus der Hell's Kitchen-Zeit noch in Erinnerung, 36th Street Midtown, und danach den Sprung nach Spanien, nämlich Ibiza Conversations. Verschiedene Solisten gefeatured, lassen wir uns mal hören, was das ist. Viel Spaß. Thank you.
simply because I like her music and also I like her piano playing. Okay, das war 36 Street Midtown mit Rainer Hess am Tenorsaxophon. Und am zweittiefsten Saxophon, was es gibt. Nee, dritttiefstes. Es gibt noch zwei schlimmere, aber Bariton-Saxophon, Nick Leisler. So, zum Abschluss des ersten Set kommen wir jetzt zu einem Stück von Maria und das heißt, wie schon angekündigt, Ibiza Conversations. Ich gebe eine Sekunde, um meine 1000 Notenblätter aufzufüllen. Thank you.
Backstage von uns. Ja, das war Eddie Hazel. Oh, I don't exactly know when we started playing, about 8 years ago or so. It's a very regular thing now in Berlin. It's kind of the monthly big band happening here in town. We play every third Thursday of each month, and that's very nice to be here, and so I'm glad to be able to do that. Five years ago.
Ja, willkommen zum zweiten Set der Berlin Big Band. Übrigens einmal im Monat hier wie Flat zu Gast, immer am dritten Donnerstag. Und das war ein Klassiker von Joe Hellers, nämlich Recorme, in einem Arrangement von Michael Philip Wolfman. Und Solisten waren Rainer Hess. Maria Baptist und der Jörg Büchener, der muss auch. Und ja, jetzt hatte mich gerade jemand gefragt, wann wir mal, also ob das irgendwelche Termine irgendwo falsch drin standen. Also wir haben eine Website, die heißt einfach berlinbigband.de und da stimmen immer die Termine. Also wenn irgendwo komische Termine stehen, einfach bei uns auf der Website gucken, das stimmt so. Wir kommen zum zweiten Stück von Bob Minzer. Ein Stück, was bekannt geworden ist, sind die Yellow Jackets. Und es geht um einen Stadtteil von New York, das heißt New Rochelle. Thank you.
irgendwo am Ende dieser Show ist das Mikrofon, jetzt habe ich's. Ja, das war die Rochelle. Solisten waren Jan von Clemens. Ich freue mich jetzt wieder, zwei Stücke von Maria vorstellen zu dürfen, nämlich es geht los. Ja, ich komme zu dir. Willst du was erzählen kurz? Ein Stück? Ja. Also, zunächst wieder ein Blue Pictures, eine Suite von mir, so dreiteilig. Da habe ich mich von einem meiner Lieblingsmaler, nämlich Salvador Dalí, inspirieren lassen. Der hat so ein wunderbares blaues Einhorn gemalt. Blaues Einhorn im Himmel und dieses Blau hat mich zu Blue Pictures inspiriert. Und nach Blue Pictures dann eine Ballade mit dem Titel Goodbye. Ja, viel Spaß. Thank you.
Schnell vorzustellen, denn jeder ist so wichtig wie das Ganze. Ich fange mal bei den Trompeten an. Eddie Hayes. Thank you.
Kindertheater gespielt hat, Dietrich Koch, und von ihm spielen wir das Arrangement des alten Bobby Timmons Standards This Year. Thank you.
played the Ibiza conversation, and we performed new pictures, goodbye, and we want to keep what 36 feet means. It was definitely fun tonight. Great players in the band, and you know, they're really music, and it was a lot of fun, so that's really cool. And of course, the stage here in B-flat is really a tiny one, but you know, we met. Am 3. Donnerstag des Monats hier in B-Flat. Das nächste Mal also wieder am 19. Dezember zu Gast hier. Und vielen Dank fürs Kommen. Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön und guten Tag. We have a website, it's www.berlinbigband.de. Oh sure, my website is www.mariabaptiste.com. Wonderful. The audience really loved it very, very much. It was great, great night, yeah. Yeah, I agree. It was a really good night, filled place, and we're happy with the show.